Herzlich willkommen, Leute, zu einer neuen Call of Duty Black Ops 4 Zombie Session mit Kundran, Items und McFly. Hallo. Moin, moin. Heute spielen wir die Map 9, römisch 9. Und mal schauen, wie wir das Ganze so hinkriegen. Die Map habe ich einmal mit den Peets gespielt und wir haben sie im Livestream als Opening gespielt. So, da ich wieder den Multiplayer gespielt habe, müsst ihr mich einmal ganz kurz verteidigen, denn der Sound ist wieder zu laut. Das ist ja hier in dem Modus immer so. So, bin aber schon wieder da. Direkt Messer, nicht anschießen. Macht hier keinen Sinn. Und direkt in Runde 1 ein Leben lassen, das ist ganz wichtig. Ich habe hier einen bei mir. Du hast einen? Ja, nein. Okay, denn jeder von uns kann jetzt einen Götterbanner kaputt schneiden. Das weiß ich nämlich noch. Die Götterbanner stehen hier an der Seite, die vier farblichen Banner. Ich schneide mir mal den roten hier ab. Ich habe das Feuer des Ra genommen. Moment. Okay. Hier, diese Banner. Soll ich den einfach mal nehmen? Ne, den habe ich ja schon, das ist Ra. Achso. Du musst das einfach Seil. Ne, da ist ein Seil, das geht da runter. Mach hier den blauen. Hier zum Beispiel neben mir. Ah, da. Der da auch. Ah, okay, ich sehe die gar nicht richtig, aber okay. Wer ist ein Zombie kommt ran? Nimm den mal ab, ja. Alles klar. Ich hatte irgendwas gelesen, dass wenn man sich von denen hauen lässt, die länger leben. Stimmt das? Hm, ich glaube, es gibt viele Theorien, aber ob es wirklich so ist, kann ich dir nicht sagen. So, was wir jetzt aber haben, ist, dass wir Challenges auf der linken Seite haben. Jeder von uns hat jetzt in der Mitte im Altar ein Feuer, was ihm jetzt gehört. Ich muss zum Beispiel 6 Granatenkills gerade machen. Das ist jetzt in der Runde nicht mehr möglich, aber in der nächsten wahrscheinlich. Und die Challenges sollten wir so schnell wie möglich machen. Je weniger Runden wir das schaffen, desto eher kommen wir an die schwierigen Challenges ran. Da kommt auch später noch guten Stuff raus. Das ist das, was ich weiß. Ansonsten erstmal hallo an alle Zuschauer. Neue Session COD Zombies, 16 Uhr. Jeden Tag kommt eine neue Folge. Mal schauen, wie weit wir kommen. Wir hatten es im Livestream schon gemacht. Die Session wurde auch komplett hochgeladen. Das war unsere erste Zombie-Runde. Das heißt, wir haben noch nichts Großartiges gesehen. Das, was wir jetzt nämlich machen, ist diese 4 Tempel an den Seiten erstmal besuchen, um die Champions zu töten. Deswegen, ich glaube, den Zombie können wir killen und dann müssen wir uns aber mal für einen Tempel entscheiden. Die Frage ist, welche Mission man zuerst machen muss in der Hinsicht. Ich habe 5 Volltreffer hintereinander zum Beispiel. Ja, ich habe auch 5 Messerkills. 13. Jeder hat seine eigene Mission. Ja, dann warte mal, Kundran hat 5 Messerkills, dann sollte der vielleicht 13. anfangen, den zu... Ja, aber dann solltest du den vielleicht messern. Okay. Ja. Weil das wird im Laufe der Zeit schwieriger als die Volltreffer. So, ich mach mal hier den ersten Tempel auf, damit wir hier schon... Ich habe einen schon aufgekauft. Also wir haben den Zombie gerade getötet. Ja, ich weiß. Gut. Jetzt erstmal wieder die Welle machen und ein Leben lassen, auf jeden Fall. Okay, ich bleib mal in der Mitte. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, in der Arena bleiben ist, glaube ich, klüger mit 2 Leuten oder so. Kann man nicht besser greifen. Ja, schon der erste Schuss war kein Volltreffer von mir. Ja, war ein Volltreffer. Dann lasst mich mal hier oben allein, dann versuche ich mir mal 6 Zombies zu sammeln, dann kann ich die vielleicht direkt naden. Ich habe jetzt 2, 3. Sind halt noch nicht so viele Zombies hier. Ja, die Volltreffer. Ich treffe ihn halt nicht. Ich sammle mir gerade ein paar Zombies. Ich hoffe, ihr habt noch welche dann gleich. Hier in der Arena sind gerade keine mehr. Eigentlich. Wow. Ihr habt gar keinen? Ich nehme einen von dir, Dahl. Oh, da sind 2 gekommen jetzt. Ja, shit. Also ich brauche am besten noch einen. Ich komme nochmal zurück und hole mir nochmal einen. Okay, jetzt will ich die 3 kurz zusammenpacken, damit ich die wegsprengen kann. Sind wirklich so wenig nur in der ersten Serie. Naja. Wow. Ich hab keine. Hier unten kann ich ein Tor öffnen. Okay. Oh, hier ist gerade ein Feuer, glaub. Habt ihr noch einen? Ich hab noch einen Zombie bei mir. Ja, okay. Dann sollten wir jetzt kurz den Champion hier töten. Oh, kann ich an dem meine Volltreffer machen? Wahrscheinlich, wenn du einen Headshot machst. Ja. Der Champion ist hier, wo ich bin. Ja. Ja. Ich weiter in der Arena rum, ne? Okay, du kennst das ja. Du hast ja den Champion schon mal gesehen, Kunan ja noch nicht. Okay, diese Champions gibt's in allen 4 Tempeln sozusagen. Und die sind jetzt noch relativ schwach. Ich glaube, das ist sogar der Tiger. Also da sollten wir vielleicht drauf schießen. Nein, das ist kein Tiger. Okay. Der wirft die auch. Sollte aber eigentlich noch nicht viel aushalten. Ach, ich muss die auch noch als Volltreffer killen. Ja, du musst den Kopf abschießen, sozusagen. Hintereinander, das ist halt das echte. Und ja, das ist halt echt. Das ist so eine Challenge, die würde ich im Pokémon jetzt schon weglegen.
Ab 5 ist mir zu viel. 5 großartige Würfe hintereinander. Nee, also 3 kriege ich noch hin, aber 5 nicht. Das wäre mir dann zu viel. Keine Munition mehr. Na, wir könnten vielleicht schon eine Waffe kaufen, ihr habt ja schon Geld. Ich habe noch gerade einen Bonuspunkt bekommen, ja. Ja, das ist aber eine Shotgun, die ich hier habe. Ich guck mal gerade, ob wir sollten jetzt langsam mal down ballern. Ich finde sehr interessant, dass der anscheinend genauso viel AP hat, rundenunabhängig. So wirkt es nämlich gerade. Mhm. Aber wir kriegen den nicht weg. Ich gerade, hat mir letztes, beim ersten Gegner letztes Mal, da hatten wir schon ordentliche Waffen, ne? Ich habe zumindest die Waffe hier in der Mitte der Arena gekauft. Hier ist auch noch meine Shotgun. Ja. Jetzt komm her, Kollege. Ah, der schlägt um sich. Er hat einen Arm verloren. Ja, ich hab draufgeneift. Jetzt ist er auch aggro. Drinter. Krieg ich den Arm? Nee, schade. Krieg ich den Arm? Helm hat auch verloren. Okay. Ich muss mir jetzt eine Waffe kaufen, ich bin weg vom Fenster. So, den ersten Champion haben wir jetzt. Der hat seinen Kopf gedroppt, den hast du auch, glaube ich, eingesammelt, Kundran. Wer ist eigentlich egal? Also irgendeiner von uns hat den Kopf, wir haben den alle. Wenn du Tab drückst, siehst du es unten links. Ja. Ah ja. So, das heißt, wir haben den Kopf und wir brauchen halt den von allen 4 Champions. Das ist so erstmal die Challenge 1. Das ist das, was wir so oder so machen müssen. Additional parts required, okay. So, ich würde dann sagen, weiter kommen wir jetzt erstmal die Welle nicht. Wir können aber noch Türen aufmachen. 2500 Punkte. Oben die Brücke, die ist, glaube ich, billiger als eine Tür. Oben, da wo der Champion gerade war, kannst du die Brücke aufmachen. 1250, kommst direkt zum nächsten. Soll ich aufmachen? Wenn du möchtest. Ja, wir sollten aber danach eine Waffe erstmal kaufen für alle. Weil der nächste Champion, du siehst ja, die halten ja doch schon ein bisschen was aus. Ja. Das heißt, wir können hier direkt den nächsten Champion dann machen. Oder? Könnten wir, ja. Wir könnten den auch noch in der Welle machen. Ja, wer weiß, wie lange der Zombie noch lebt. Wir wissen aber nicht, wie lange der Zombie lebt, deswegen töten wir den lieber. Maxi, du brauchst auch in Reihe, ne? Hm? Du brauchst auch Headshots in Reihe, oder? Ja, ich brauch 5 Volltreffer. Ja. So, dann killt ihr euren auf jeden Fall mal. Will ich mir die CZ? Der ist tot. Gut, und dann 5 Headshots in Folge. Vielleicht kriege ich es ja jetzt hin, Kappa, ne? Ich weiß nicht, ob das vielleicht einfach mit einer Shotgun ist. Das ist halt die Frage, ob das denn zählt, ne? Ja, ich muss dieses blöde Perk hier öfter benutzen. Oh. Droppe ich 500 von meinem Geld? Das muss ich gleich mal checken. Vermutlich, oder? Nee, ich habe einen Perk. Ja, ich weiß. Ich glaube, ich gebe Geld ab. Okay. Das muss ich dann nochmal gleich checken. Ich spawne nicht 500, sondern ich gebe 500 ab, damit sich vielleicht wer was von euch kaufen kann. Aber auch das wäre okay. So. Habt ihr das eigentlich auch gehört? Ja, okay, das weil ich habe meine, achso, ich habe meine Challenge gerade fertig. Meine erste. Okay. Ich habe keinen Zombie mehr, kann das sein? Oh, nicht den letzten Zombie welche? Killen. Nee, ich hab noch 2 bei mir. Ich hab meine Challenge auch vollbracht. Es darf halt echt nicht wahr sein. Ich hab noch 2 Volltreffer zu machen. Ich hab noch 2 Zombies in der Mitte der Arena. Okay, ich hab 3 Zombies. Also, du kannst 2 locker noch machen. Hier sind auf jeden Fall 3. Ich komme. Okay. So, jetzt gleich müsste einer jetzt mit Fly kurz den Zombie abnehmen, damit er seinen Reward schon claimen kann. Immer wenn du nicht. Ja. Immer wenn du eine Quest fertig hast, musst du in die Mitte an dein Feuer gehen. Du hast Insta-Kill. Ich hab ihn. Ich hab's auch. Alles sehr schön. So. Und dann kannst du deine Belohnung entweder annehmen oder ablegen. Ich hab's ja angenommen. Du kannst vorher auch schon sehen, was da ist. Get 5 consecutive Headshot Kills habe ich jetzt. Töten sie 13 Zombies mit einem Messer. Ja, ich muss immer noch 2 mit dem Messer töten. So, auf jeden Fall, die Art der Challenge ist, darum geht's. Also jetzt kann ich nochmal kurz. Kannst du kurz zurückkommen? Ja, ja. Dann machen wir eben den Champion den zweiten. Kann ich nochmal meine Challenge. Ich habe auf jeden Fall eine Waffe jetzt schon. Ich habe mir nur eine CZ erstmal geholt gerade. Habt ihr angenommen oder abgelehnt? Weil ich sehe hier gerade ein Herz nur. Ich glaube, am Anfang kannst du es annehmen. Es kommt später kommt eine Waffe, das weiß ich noch. Kunan, bist du da? Dann spawn ich den. Nur kurz runter, ja. 6 Ausrüstung-Abschüsse. Ja, das ist ja. Ach du Heilige. Ist nicht so schlimm, das sind nur kleine Löwen. Die gehen schnell down. Tiger.
Das war's schon? Ja, ja. Ich glaube halt wirklich, dass das ein bisschen mit der Welle zu tun hatte. Der Zombie gerade hatte einfach nur Rüstung und die mussten wir kaputt machen. Ich wette, der hätte auch weniger ausgehalten, wenn er von Anfang an den Helm nicht getragen hätte. So. Wollen wir schon eine Shotgun oder so kaufen oder ist das alles? Na, die Shotgun. Momentan sehe ich die noch nicht. Vielleicht, wenn sie gepuncht ist, aber. Ich würde sonst empfehle ich euch gerne die Eskagott. Die gibt's hier, wo ich bin. Da, wo du gerade vorbeigelaufen bist. Die hier fand ich eigentlich ganz gut, ja. Ich habe noch die Garrison bei mir, die ist eigentlich auch gar nicht so mies. Ist halt eine Pistole. So, ich glaube, wir sollten weitermachen. Soll ich killen? Ja, eine Welle machen wir auf jeden Fall danach. Wir machen eh jetzt. Ist tot. Und dann gleich wieder ein bisschen Kohle vielleicht für die nächste Tür aufheben. Ich habe auch noch Kohle sonst. So, denkt dran, man hat hier echt nicht so viel Platz. Also hier ist das Ausweichen noch wichtiger als in den anderen Leveln, finde ich. Weil du hier wirklich schnell getrappt wirst. Ja, einfach ist halt wirklich in der Arena unten in der Mitte. Nee, ist auch nicht mehr so einfach, da kommt jetzt Feuer. Ach, ja stimmt, oh. Da war ja was. Yes, yes, I have taken magic rocks, I know. Na, oh Gott, nein! Fällt zu schnell um. Ja, ich ein Schuss mit der TZ und das Ding ist da. Ja, richtig! Genau, das hatte ich auch. Ich wollte den halt auch nur anschießen und dann. Ja, okay, drei Nice brauchst du. So, nächste Challenge. Alter, vielleicht in Fuß? Nein, ich bin immer noch in Fuß, Alter. Okay. I will take. But do not think for a minute that I can be bought. Habt ihr noch wen? Ich hab hier Leben auf jeden Fall. Okay, lass mich schnell. Wo bist du? Unten Rathempel. Oben ist. Wo du mir entgegenkommen bist, war auch einer da. Shit, ich schaff's nicht mehr. Ah, fuck. So, ich kann dir jetzt einfach meine Belohnung abholen. Genau, du gehst in dein Feuer und drückst. Aber ich hatte blau. Wow. Die Dinger spawnen immer in mir. Kamikaze spawn Power-Ups, ey. So, wir sollten jetzt auf jeden Fall in dem Run noch den nächsten Tempel aufmachen. Ich habe meine Aufgabe nochmal abgeschlossen. Ja, ich bin auch schon bei 3 gerade. Welche sollen wir aufmachen? Eine von der anderen Seite. Ne? Welcher ist egal. Okay, ich mach auf. So, ich bin auf dem Weg. Zugriff von dieser Seite. Noch einer. Ja, dann musst du den. Ich hab noch 14 bei mir. In dem Moment, in dem du dich für eine Seite entschieden hast, musst du durch den Untergrund gehen bei der genau. Anderen. Genau, okay, ja. Du hast einen, Maxi, töt den mal nicht, weil dann mache ich die andere. Alles ich muss klar. Noch knifen in den ersten Runden jetzt. Dann gehen wir mal unten durch. Ich hab eine Tür aufgekauft. So, ich bin meine 13. Ja, warte. Ich hab den günstigsten Weg. Dann kannst du ein bisschen mit den anderen hier mitlaufen. Hier wieder hoch, genau, zur anderen Seite. Ja, wenn ich dann hier vorbeikomme, ohne dass du... Nein, hab ich hier, glaube ich. Ja, 1750. Soll ich noch? Den hätte ich gar nicht kaufen können. Noch weiter rum. Die Mitte ist riesig hier unten. Ja, da sind auch die... Das ist eine Falle. So. Und 2000 brauchen wir dann gleich. Habe ich nicht, hast du auch nicht, oder? Nee, ich habe auch keine. Ich hätte sie, also ich könnte kommen. Wenn ja, sollten wir vielleicht machen, oder? Ja, wir sollten vielleicht noch einen Tempel schaffen. Hier ist übrigens eine Top-Waffe an der Wand. Die hier. Die Maddox. Die ist richtig gut. Ja, die ist richtig gut. Ja, die Tür wollt ihr öffnen? Hier. Welcher ist egal, ja. Alles klar. Boah, müssen wir jetzt noch einen auf dem Weg nach oben öffnen? Nee, nach oben glaube ich nicht. So, hier unten könnten aber immer noch Teile liegen, also immer in den Tempeln im unteren Bereich zum Aufheben. Hier? Nee. Wir lachen uns eben den Boss mal vor. Der muss da noch nicht rüber kaufen. Der Gong ist hier auf der Seite. Ja, dabei. Zwei Stück, oh boy. See the one with the blades? Because he sure sees us. Again, the Axeman comes. And again. Aua. Nicht konnte dran beißen. Nee, ich hab die Axt von mir geworfen. Oh, das ist aber unhöflich. Hey. Helm ist ab. Einer ist down. Sehr schön. Der kein. Kein Friendly Fire. Ja. Ich
Jetzt kann man ihn finishen. Oh, sehr schön. Sehr gut. Ach, das ist Odin, das habe ich das erste Mal nicht verstanden. 2250 brauchen wir dann, um auf die andere Seite zu kommen. Habe ich, theoretisch. Wenn wir es aufmachen wollen, die Runde noch. Wir wollten gerade sagen, wir könnten ihm den Zombie abnehmen und dann könnten wir... Ja, irgendwann wird er aber sterben. Das ist richtig. Also sollen wir es lassen vielleicht und nächste Runde noch machen? Oder? Ja, dann kill den lieber. Eine schaffen wir noch. Soll ich ihn jetzt machen? Ja. Ich gucke mich mal hier unten um, ob wir was finden. So, ist tot. Sehr gut. Ich bin stolz auf dich. Danke, das bedeutet mir viel. So, wo muss ich denn eigentlich lang? Hier vorne war die nämlich weitergegangen, glaube ich. Dann komme ich nämlich mal in eure Richtung. Ja, genau, einfach. Ihr seid runter im Keller, oder? Genau, ganz runter im Keller auf die andere Seite und dann. Denkt dran, eure Ulti zu benutzen, weil ihr levelt sie ja. Oh, hier ist ein Bowie. Das Bowie Knife ist hier keine eigenständige Waffe, sondern levelt deinen Nahkampfangriff. Bedeutet das im Endeffekt, okay, damit kann ich mein Ding leichter machen. Ich hole mir das jetzt wirklich. Ah, die Messerkills, ja, stimmt. Ja, weil ich muss die Messerkills noch machen. Ja, okay, jetzt kann ich die Messerkills easy machen. Also, sonst hätte ich jetzt schon 5-6 Mal knifen müssen fast. Okay, das ist meine Ulti hoch. Bei mir sind noch Zombies, ich lasse die mal leben für eure Aufgaben. So, ich habe meine Aufgabe fertig. Ich hab auch meine Aufgabe könnte ich auch noch abgeben, fällt mir gerade auf, ja. Ihr habt noch welche, ja? Ja, hier sind noch mehrere. Im Keller auch noch laufen noch welche frei hinter mir rumlaufen hier im Keller, aber. Will die halt jetzt gerade nicht hauen. Gott, wo kriegst du denn nochmal hoch, die zu der Arena? Ja, ich bin glaube ich auch falsch, ja. Oh Gott, wie viel. Was ist denn hier unten noch alles? Holy shit. Hier unten ist richtig los. Unten bei den ägyptischen Dingen. Man kann da. Was kann man denn am Altar fallen? Was? Bei dem Altar? In der Mitte? Ja. Da kommen die Köpfe gleich drauf. Ui! Okay. Ah, deswegen auch Altarspeisen, das heißt. Opfergaben. Ja. Nom nom nom. Lecker, lecker Opfer. Oh, hier ist die mysteriöse Kiste unten. Kann sich gleich eigentlich mal eine Waffe gönnen. Da aber, der Weg zurück. In der Arena ist da gerade Feuer, wisst ihr das? Ist immer. Bedeutet, aber ich komme noch zum Altar, oder? Ja, ja, das Feuer geht an und wieder aus und dann an und wieder aus. Hat eigentlich einer gerade die Zombies bei sich oder so? Ich nicht, ne. Ich bin auch nicht. Also ich weiß, wir haben noch ganz viele. Ja, hier laufen überall auf der Karte rum, aber wo genau? Ich kann die Belohnung einfordern oder kann sie ablehnen. Wenn ich sie ablehne, kommt keine neue, ne? Es kann Reroll. Ne, du kriegst keine neue Belohnung, aber eine neue Quest. Okay, weil ich habe hier theoretisch Geld ab. Ich glaube, Kundron hat dasselbe. Ja. Es gibt halt manchmal eine Belohnung, da kriegst du eine Waffe. So, die kannst du halt ablehnen, weil du ja dann einen davon von dir ablegen würdest. Wir haben ja noch zwei Zombies. Ich nehme die jetzt einfach an. Bitte. Ja. Ich mach schnell den Boss noch. Ja. Wir haben hier noch einige, ja. Ich nehme meine auch mal an. Das schadet nicht. Es ist halt ein Power-Up mehr, das halt jetzt läuft. Wie sieht's aus? What? Wir haben hier noch. Was ist das für eine Quest? Wollt ihr mich verarschen? Was denn? Für Movement-Gruppe gemacht. Rutschen Sie unter der Klingenfalle hindurch, ohne Schaden zu nehmen. Ja, Items, du hast dein Geld hier oben liegen lassen. Das gab Geld? Ja, hier liegt so Geld, aber ich sammle schnell. Okay, nein, wir meinen nicht. Das hat angefangen zu blinken. Ich hab das auch mal. Ach so, das hätte man nochmal einsammeln müssen. Ja, ja, wir sollten vielleicht einfach mal auf einen reduzieren hier. Okay, hab einen gebissen. Tot. Ihre Spezialwaffe, die Spezialwaffe. Ich hab vier Stück hinter mir. Das ist eine Ulti, ja. Drei noch. Keinen mehr. Kunon hat alle gekillt, ich hab meinen noch. Okay. Weil ich guck noch mal unten, ob da noch mehr sind. Was ist denn meine Spezialwaffe? Ist das mein Ulti? Ulti, ja, hatte ich gerade gefragt, ja. Achso, schön. Ach ja, jetzt. Ich bin. Achso, stimmt, wir müssen unsere Ulti unbedingt in der nächsten Runde oder so mal einsetzen. So, die Champions sind alle tot. So. Okay.